Willkommen bei einer neuen Episode von, ja, wer hätte es gedacht, Legacies. Wir sind bei Folge 19 angekommen, die vorletzte Folge der Serie und auch die vorletzte Folge im ganzen Universum. Und was soll ich euch sagen, Leute, zu aller Anfang erst einmal, wir wissen, das Ganze muss natürlich ein bisschen gerusht werden. Wir wissen, sie haben ein wenig was umgeschrieben für das ganze Ende. Das war eigentlich natürlich am Anfang nicht so gedacht und daher ist klar, dass auf jeden Fall viel auf die Schnelle hingebracht werden musste. Aber ich bin ein Fan der Episode gewesen. Ich finde, ein paar Sachen waren natürlich ein bisschen zu schnell. Ein paar Sachen waren, naja, ein bisschen merkwürdig und ein bisschen unlogisch. Aber der generelle Kern der Episode hat mir sehr gut gefallen. Ich war ein großer Fan davon. Ich finde es gut, dass sie Ken wirklich besiegt haben, dass sie ihn getötet haben und nicht irgendwie einfach nur die Kräfte beraubt haben und das war's. Denn ja, das ist auch immer ein bisschen erwachsener gewesen und deshalb war ich da auf jeden Fall um einiges mehr ein Fan von als von einigen anderen Gegnern. Und ja, wir kamen ja ziemlich schnell am Anfang der Episode schon zum ersten richtigen Kampf und zwar war das Hope gegen Aurora Demartel und war jetzt nichts Besonderes, aber hat auf jeden Fall den Punkt gehabt, dass Aurora ja in dem Fall die Waffe hatte, welche die Asche der letzten Roteiche hatte und auch eben Götterkräfte. Deshalb war diese Waffe auch unzerstörbar. Und ja, alle waren irgendwie dabei, alle haben versucht zu helfen. Die Wölfe im Wald wurden durch Ken automatisch aktiviert. Alle mussten sich verwandeln, ob sie wollten oder nicht. Denn er hat immerhin die Kontrolle über die Flüche der verschiedenen Personen. Und dadurch haben sich ein paar der Wölfe gegenseitig umgebracht oder in dem Fall die anderen Vampire umgebracht. MG ist dabei gestorben, als er versucht hat, einige von den anderen Wölfen in eine Falle zu locken. Außerdem ist Jet gestorben, als er Lizzie und MG hinterher wollte und Alaric hat ihn erschossen mit einer Armbrust und ja, da war eigentlich ziemlich klar, dass es natürlich nicht dabei bleiben würde, denn selbst für eine sehr gerushte Episode waren diese beiden Tode wirklich zu schnell. Daher war mir schon ziemlich klar, dass die auf jeden Fall zurückkommen werden. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass Caleb auch wieder zurückkam. Ich fand seinen Tod wirklich sehr, sehr gut inszeniert und ich finde, es hätte mehr Kraft gehabt, wenn er wirklich tot geblieben wäre. Es wundert mich auch ein bisschen, dass Lenten so schnell eingewilligt hat. Eben seine einzige Gabe, das Einzige, was ihn da in dem Fall am Leben hält und das ihm irgendwie Freude macht, so schnell herzugeben. Denn immerhin hat er jetzt im Prinzip seine einzige Chance verspielt und wird jetzt nach und nach zu so einer Art Wesen, wie wir davor auch schon beim Fährmann gesehen haben. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass er seine einzige Chance verspielt hat, irgendjemanden zurückzuholen. Wir haben am Ende der Episode gesehen, dass Ethan ja auch gestorben ist und auch dort ankam. Was ich jetzt auf keinen Fall sehen möchte in der nächsten Episode, ist, dass Ethan auch noch zurückkommt. Ethan ist tot und er wird auch tot bleiben. Ist mir egal, was die Leute da jetzt machen. Es gibt jetzt kein Schlupfloch mehr. Landon hat seine Chance verspielt, er kann jetzt niemanden mehr zurückholen. Er wird jetzt nach und nach seine Emotionen verlieren und wird eigentlich kein gutes Ende bekommen. Tja, ich denke allerdings, dass sie irgendwas drehen werden und zumindest einer der beiden irgendwie was Gutes oder was Positives am Ende noch erleben werden. Ich bin ja mal gespannt, wie es dann genau ablaufen wird. Dass Aurora am Ende gestorben ist, fand ich sehr, sehr gut. Geopfert für Hope Michelson und sie hat am Ende so ein bisschen eingesehen, dass sie in dem Fall den Hass, den sie auf Klaus hatte, auch eben auf Hope übertragen hat und konnte ein wenig damit abschließen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Der Tod hat auf jeden Fall auch gut in den Charakter reingepasst, finde ich. Und dann hatten wir natürlich noch den Endkampf gegen den Gott Ken. Fand ich auch sehr cool. Klar, Low-Budget-Serie sah natürlich nicht ultra cool aus mit den Effekten, aber ich finde, es hat trotzdem gepasst und ich war sehr zufrieden. Ich war wirklich sehr zufrieden. Ein paar mehr Kräfte von Vampiren vielleicht wären noch cool gewesen. Aber das war es auch eigentlich schon. Wir haben auch die Drachenkraft wieder gesehen von Caleb. Und ja, dann die verbrannte Form von Ken sah auch mega cool. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es generell sehr cool, den Endkampf. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Er war ein cooler Gegner. Ich finde, das war auch ein Arc, der am nächsten an die Vorgängerserien mit dran kam. Wir haben ja für die letzte Episode, die jetzt noch kommt, schon einige Infos bekommen. Wieder mal Spoiler-Alarm. Für alle, die es noch nicht wissen, jetzt bitte abschalten, denn jetzt werde ich über die nächste kommende Episode kurz etwas sagen. Für die nächste Episode ist bestätigt, dass Klaus Michelson ein kleines Comeback bekommen wird. In welcher Form
wer weiß, ich kann es mir auch noch nicht ganz genau vorstellen, wie das funktionieren wird. Ich dachte eigentlich, dass es irgendwie während des Kampfes mit Ken passieren wird oder vielleicht kurz danach. Allerdings ist es mit Ken abgeschrieben, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher, wie er wieder zurückkommen könnte für einen kurzen Moment. Außerdem ist bestätigt, dass Caroline Forbes zurückkommen wird. Ich bin sehr glücklich darüber. Wirklich sehr, sehr glücklich, denn das ist längst überflüssig. Zumindest kommt jetzt mal endlich zustande. Was sehr schade ist, leider wird Josie nicht zurückkommen wie die letzte Episode. Ein Comeback wäre eigentlich sehr, sehr gut gewesen von ihr, denn dann wären alle drei in dem Fall zusammen gewesen. Lizzie, Josie und Caroline hätten dann eine Szene zu dritt gehabt. Sehr schade, dass nicht dazu kam, allerdings so ist es halt eben. Außerdem wissen wir, dass diese Episode eine Stunde lang gehen wird und das Ende der drei Serien einläuten wird. Das Ende einer Ära. Ich bin wirklich gespannt. Mir wurde schon gesagt von einigen Leuten, in dem Fall von der Presse, Kritikern etc., die die Folge schon gesehen haben, dass es auf jeden Fall traurig werden wird. Ich bin todesgespannt, Leute. Seid auf jeden Fall hyped darauf und schaut euch die Folge so schnell wie möglich an, denn ihr werdet 100%ig mit irgendwelchen Infos zum Ausgang dieser letzten Episode und zum Ende dieser ganzen Serie gespoilert werden. Deshalb gebt euch da auf jeden Fall so schnell wie möglich die neue Episode. Was sind eure Erwartungen für die letzte Episode? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall dazu auch wieder ein Video machen. Dazu kommen sicherlich noch ein, zwei weitere Videos. Außerdem, was sind eure Hoffnungen für die Zukunft? Denkt ihr, es könnte vielleicht irgendwie nochmal weitergehen? Denkt ihr, vielleicht Netflix oder ein anderer Sender wird die Serie aufpicken und noch eine weitere Staffel dazu aufnehmen? Was sind eure Hoffnungen für das Universum? Denkt ihr, es ist endgültig vorbei? Oder was denkt ihr? Oder was glaubt ihr, wie könnte es denn rein theoretisch weitergehen? Ich persönlich wäre auf jeden Fall dafür, es weiterzuführen. Allerdings nur eben in kleineren Maßen, zum Beispiel vielleicht in Buchform, in Animationsstilen, in Kurzepisoden. Sowas wie zum Beispiel bei Tales of Walking Dead, wo eine Episode ein Thema behandelt. Oder eine kleine Spin-Off-Serie, aber eben vielleicht nicht jetzt sofort, sondern vielleicht in 2-3 Jahren. Ich finde, es wäre noch sehr viel möglich, rein theoretisch, wenn das Publikum noch größer wäre, könnte man sogar zu den Göttern auf die machen. Nun ja, was sind eure Erwartungen? Und da würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn Klaus Mikkelsen zurückkehrt und alle zerstören wird.